Hey ho und willkommen zurück. Bernie hatte sich gemeldet, man solle ihn am Pier 45 treffen. Aber ich denke, wir werden vielleicht nochmal Derek einen Besuch abstatten. You're getting robbed. Stay calm. What? Weil lange nicht und so weiter und so weiter. Shit. Bastard. Bastard. Das war brutal. Die Tür geöffnet, wollte aussteigen und dabei ist er irgendwie zwischen die Tür und Boden gekommen und dann der menschliche Knochen sich nicht biegen lassen. Dimitri, der mal vom Knochen redet. Nico Bellic. What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Now that I hear you are friends with Bryce Dawkins. And Bernie Crane, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Irgendwie hat er was. Zumindest der erste Eindruck. So, nun gut, ist auch schon ewig her von den ersten Teil. Wir müssen nach unten. Die ersten, den ersten Meet mit ihm, das erste Treffen. Und zack. Wow, diese Kiste hat uns aufgehalten. Nice, du. Babysitting. Och nö, klingt schon lustig. Take charge of her, won't you, Nico? Is at this location. It's at this location. Du musst zu Kims Boot. Oh gut. It's caught in a Korean contact of mine. Into the country with a boat load of fake $100 bills! As long as the ones he's paying us with are real, it doesn't matter. I owe you an apology, Nico! I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys! Yeah, you were out of it. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside! Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden! We all cared about the same stuff! We came together for a cause we believed in! At least, I thought I believed in it! I was young! This was a while ago, then. Yeah! Blaine got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talked. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who'll listen. I know how it feels to be betrayed. You got that look about you! Gut, wir sind da. Ich wollte nämlich die Konversation noch beenden lassen. Sonst wäre es wegen der Cutscene verloren gegangen. You Parks Boy? Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Okay, das wird Babysitten gemeint. Also genau das, was ich auch eben gedacht hatte. Another immigrant, arriving in this city, trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hand. What the fuck is this? I think I gotta go! Who's our boss to steal Tim from these fuckers? I don't give a shit if this thing sticks! We gotta protect him! I'd rather swim home tonight than come back tomorrow to die for those notes! Sieht aus wie so eine Mine im Wasser. That showed him! Wegen der Reflexion.
Ah, ich kann nicht weiter nach oben ziehen. Übrigens, die Reflexion für die, die es interessiert. Die Auflösung der Wasserreflexion ist nicht die Native-Auflösung des Games gerade, sondern soll wegen der Konsole etwas niedriger sein. Drück einsteigen. So. Deswegen sieht das Wasser halt immer so ein bisschen... Ja. Ich finde, es sieht okay aus, aber ja. Die Community beschwert sich drüber. I told my dealer I was good for the money I owed him. Maybe a few people at the pub I borrowed money from as well. You'll say anything for a fix. I wouldn't know. Could be a coincidence anyway. Or fate. You sound like my mother. Es war Fate. Natürlich war es Fate. Uff, wie lange brauchst du noch? Aus, dass wir schon da sind. Na gut, ein Schiffshorn. Ha. Sind wir bald da? One piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Yep, ich möchte speichern. Your mother was right. You're pathetic. Move, motherfucker! Stop staring like a bitch! I need your car, man. Yo, you wanna cover? In your face. Komm, 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 komm. I'll fuck you up! Und... BAM! Wo bin ich? Hauptsache, wir sind bis dahin gefahren. Holy shit. Achso, Garage, ja, wegen den SMS-Missionen-Dinger. Machen wir so. Vielleicht mache ich in der nächsten Folge nochmal ein Treffen mit Packy. Oder Brucey sogar. Brucey hätte ich sogar konkrete Vorstellung. Wenn die Uhrzeit stimmt. Er müsste eh noch pennen. Ja, das heißt, nach den Saven wird eh 6 Uhr morgens sein. Wahrscheinlich. Ups. Ja. Schon sind wir wieder hier. Ach, diese Haltestelle. Da kommen Erinnerungen. Ach, diese Gasse. Da kommen schlechte Erinnerungen. Hier müssten wir schon abbiegen. Tatsache. Hey, die beiden Autos stehen ja immer noch da. Die eine Corvette, die ich ja hier irgendwo geklaut habe, und die grüne, die einfach auf der anderen Straßenseite war. Nun gut, wie es weitergeht, ihr wisst Bescheid. Playlist und so weiter und so.